Erst vor kurzem habe ich eine Frage erhalten, und zwar, ja, wie sollen sich denn komplex Traumatisierte eigentlich heilen, wenn sie immer wieder aufs Neue zwischenmenschliche Verletzungen erfahren? Deshalb geht das heutige Video genau darum, wie wir mit unseren Beziehungen, mit unseren Bindungen umgehen können. Wir erfahren aber auch, warum das mit Bindungserfahrungen zu tun hat, welche Auswirkungen diese Erfahrungen im Erwachsenenalter haben. Ja, und jetzt freue ich mich einfach. Die Bindungserfahrungen mit ganz konkreten Beispielen anschauen können, sind heute auch unsere zwei Hauptdarsteller, also Chitta, unser heutiges Ich, und eben Träumi, das kleine traumatisierte Kind, auch mit dabei. Ich heiße Gabriela, ich bin psychologischer Berater und ich organisiere den ersten interdisziplinären Online-Traumakongress für deutschsprachigen Raum jetzt im Oktober. Du kannst dich kostenlos schon ab sofort anmelden. Den Link findest du dann später einfach in den Shownotes. Ich bin ja selbst von komplexer posttraumatischer Belastungsstörung betroffen, seit 25 Jahren mittlerweile, und ich habe das auch echt oft erlebt, dass ich in Bindungen entweder mit einem ganz großen Vertrauen, ja, also ohne Bedingungen reingehe, oder dass ich überhaupt kein Vertrauen habe und ich sozusagen von erster Sekunde an Fuß fassen kann und kein Vertrauen in eine Beziehung entsteht. Egal welche Art Beziehung, also ob das jetzt persönliche Beziehung ist, dein Freundschaftskreis, ob das auch im Arbeitsumfeld ist. Die Muster bzw. die Mechanismen, die uns ja steuern, die sind eigentlich genau gleich. Ich bin auch noch mal jemand, wo, und das ist auch typisch für komplex Traumatisierte, dass wenn wir mit voller Wucht in eine Beziehung, ja, mit vollem Vertrauen reingehen und dann passiert ja etwas, wo wir sagen, oh, das hätte ich aber nicht erwartet, beziehungsweise unsere Intuition sagt ja auch schon, also das ist ein No-Go oder pass mal auf. Dennoch bleiben wir in dieser Beziehung. Ja, wir verhalten uns genauso weiter. Das heißt, wir schenken ja das Vertrauen dem Gegenüber weiterhin. Wir öffnen uns, wir machen auch alles und dann kommt wieder ein Hammerschlag und passiert wieder etwas, wo wir sagen, ja, also das hat mein Vertrauen verletzt, das hat meine Würde vielleicht verletzt, das hat ja mein Selbstwert entwertet oder verachtet. Ich wurde enttäuscht oder ausgenutzt sozusagen und wir bleiben vielleicht nochmal in dieser Beziehung. Und das kann ja fast unzählige Male passieren, bis wir dann endlich sagen, okay, wir kommen aus dieser Beziehung raus und wir dann tatsächlich auch schaffen, uns loszulösen. Und die Gründe dafür liegen wie immer eben in der Kindheit. Und jetzt kommen unsere Berichte mit Chitta und eben unser Träumi. Ja, wie ist es, wenn alles normal und liebevoll und so, wie wir es uns wünschen, erfolgt und passiert? Wie geschieht das Gedeihen eines Kindes? Wenn ein Baby auf die Welt kommt und wir durch unsere Bezugspersonen letztes Endes ein sicheres und geborgenes Umfeld erzogen werden, dann entsteht ein ganz gesundes Verhalten, und zwar mit einem gesunden Selbstwert, mit gesunder Egoismus sozusagen, mit auch einer gesunden Regulation von unseren Gefühlen. Und wir sind recht ausgeglichen und mental gesund. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sind normalerweise drei verschiedene Bindungsarten, was unsere Beziehungspersonen uns zeigen und wie sie eben auch mit uns umgehen. Und das hat verschiedene Auswirkungen.
Es gibt ganz viele Studien mittlerweile, die auch belegen, dass seelische Stabilität und die Belastbarkeit dann später nur dann entstehen können, wenn eine sichere Bindung in der Kindheit vorhanden war und wir diese sichere Bindung erfahren durften und auch erlernt haben. Und warum das so wichtig ist, weil diese sichere Bindung ist nicht nur in zwischenmenschlichen Kommunikation wichtig ist, sondern auch natürlich, was die Bindung zu uns selbst betrifft. Also das heißt, wenn zu uns die Bezugspersonen nicht mit einer sicheren Bindung verhalten haben, dann erlernen wir nicht nur zu anderen Personen diese Bindungsart nicht und erfahren wir, haben wir auch nie erfahren, sondern auch zu uns selbst nicht. Und das hat im Erwachsenenalter verheerende Auswirkungen, darüber gleich mehr. Was passiert, wenn eigentlich alles normal ist? Du bist hier als kleines Kind und da kommt deine Mama, du spielst wie auch immer und du stolperst zum Beispiel oder hast du Hunger und als Baby schreist du natürlich, machst du auf dich aufmerksam und später als Kind oder Jugendliche, naja, weinst du und du forderst einfache Zuwendung und Geborgenheit und Trösten ein. Ja, was passiert, wenn dein Bezugsperson mit Abstand reagiert und keine Emotionen für dich zeigen kann, kann nicht einfach Mitgefühl dir entgegenbringen und du spürst an sich viel Distanz, ja? Was passiert dann in unserem kleinen traumatisierten Träumi? Dieser kleine Träumi wird dann wahrscheinlich diese Nähe, was ja eigentlich nicht vorhanden ist, vermeiden. Das ist, was er dann erlernt hatte. Das bedeutet, so wenn sogar Zuwendung und Bindung benötigte, trotzdem wird sich unser kleiner Träumi wird irgendwann ohne jeglicher Protest und ohne ja Einfordern reagieren. Und wenn dann diese Bezugsperson letzten Endes doch noch irgendwie da ist, wird auch mit Abstand reagieren, zeigt dann eher auch ein Distanz oder sogar Ablehnung. Also demonstrieren zeigt auch, okay, ich brauche dich nicht. Sie wehren sich auch meistens, wenn sie dann zufällig vielleicht doch noch auf Arm genommen werden sollten und wollen dann gar kein Trösten mehr. Warum ist es so und wie ist es denn eigentlich im Erwachsenenalter? Naja, unser klein traumatisierter Träume ist natürlich auch jetzt dann hier mit uns. Und Chita denkt heute bzw. verhält sich als Erwachsene folgend. Chita hat sich ja schon längst an Eigenständigkeit und demonstrierende, ja, emotionale Distanziertheit gewöhnt. Das hatte sich ja erlernt und so lebt ja auch. Deshalb tut er dann meistens Gefühle ja selbst ab. Das heißt, dass er ja erlernt hatte, dass Emotionen nicht wichtig sind. Dementsprechend nimmt dann Chitta heute seine eigenen Gefühle und Emotionen auch nicht ernst und tut auch von anderen die Gefühle und Emotionen ab. Deshalb hat er auch in Beziehungen recht oft Probleme, wenn zum Beispiel der Partner, die Partnerin, ja, mehr Verbundenheit und mehr emotionale Nähe möchte, weil das ist für ihn oder für sie natürlich eine Riesenherausforderung. Kennt er nicht, wie soll er das überhaupt schaffen? Zumal er vermeidet ja diese Emotionen, da es gefährlich sein könnte, wenn ja eine Bindung, eine Verbindung vielleicht erneut auf Distanz plötzlich basiert und bleibt dann wieder alleine. Dann haben wir ja unsere zweite Bindungsart und das ist, wenn die Bezugspersonen einfach nicht kontinuierlich und konsistent da waren.
Was passiert dann? Also unser Kleinträumchen ist dann da und erlebt ja wieder eine Verletzung oder einen seelischen Schmerz und ja, möchte einfach getröstet werden. Und die Bezugsperson kommt und tröstet und liebkost und pflegt und zeigt Zuwendung und ist sehr liebevoll. Und ja, unser Träumchen wird bestens versorgt und geht's ihm gut. Dann aber passiert es wieder, dass unser Träumi vielleicht in der Kita irgendeine Streitigkeit hat, der kommt nach Hause und die Bezugsperson ist emotional nicht da und ja, ist auffällig oder auch sogar aggressiv oder plötzlich ja, auch einfach nur distanziert. Jedenfalls unser Träumi erhält nicht das, was er in dieser Situation eben von seiner Bezugsperson brauchte. Er brauchte jetzt Sicherheit, Zuwendung und Trösten und Liebe und das bleibt aus. Ja, also das heißt, dass unser Träumi einmal genau ja das Richtige erfährt, was er braucht, werden ja seine Bedürfnisse erfüllt und das andere Mal wiederum genau das Gegenteil passiert. Das resultiert bei unserem kleinen Träumi, dass ja ein Riesendilemma hat, was eigentlich tun soll. Und die Konsequenz ist, weil dieser Hin und Her stets er erfährt, dass er letztes Endes auch die Nähe meidet, weil kein zuverlässige Bindung da ist. Seine Reaktion ist aber etwas differenziert. Unser Träumi hat letztes Endes eine stetige ja, Unsicherheit und Angst erlebt, weil er nie gewusst hat, okay, wie reagiert jetzt mein Mama, mein Papa oder eine Bezugsperson, ob das jetzt auch im Kinderheim war. Jedenfalls bedeutet, dass natürlich auch und nur Unsicherheit erlernt hatte. Und unser Träumi wird dann im Erwachsenenalter folgend verhalten. Die empfinden genau diese Ambivalenz, was sie erlebt haben damals. Also im Erwachsenenalter in der Beziehung werden sie entweder ganz übertrieben, abhängig oder auch, dass sie immer stets die Angst haben, dass sie verlassen werden. Und das ist auch ein Achterbahn natürlich der Gefühle ständig. Und zeugt auch davon, dass eine Bindung, was unser Chitta erlebt im Erwachsenenalter, leider keine stabile Bindung ist und dass es auch ihm nicht leicht fällt und natürlich darunter leidet. Und diese Ambivalenz zeigt sich häufig, dass sie ja einerseits diese Nähe sehr, sehr wünschen. Und gleichzeitig, dass sie zum Beispiel aggressiv werden. Und noch eine ganz deutliche Eigenschaft, und zwar, wenn sie eine Trennung, ein Ende von einer Bindung, einer Beziehung erfahren, dann leiden sie ungeheuer darunter. Die dritte Art von Bindung ist, wenn die Bezugspersonen völlig desorientiert und desorganisiert für unser kleines Träumi da waren. Das heißt, dass das kleine Kind damals nur das erlebt, dass die Bezugspersonen selbst auch immer unsicher waren und selbst nicht hinbekommen haben, ihr Verhalten dann stets eine Unsicherheit, aber auch ja, volle Chaos und ein absolutes Abwesen von Organisation und Struktur aufwies, dann war das, was unser kleiner Chitta damals erlebt hatte. Und seine Tragik ist natürlich, dass genau weil das die Bezugsperson ist, bei dieser Art von Menschen dann letztes Endes nach Liebe, nach Zuwendung sucht. Das Schlimme, was unser Träume da eben erfahren hat, dass diese Art von Bezugspersonen ihre eigenen Emotionen dadurch verarbeiten, dass sie auch aggressiv werden und gewalttätig. Und was sind jetzt die Auswirkungen dann eben im Erwachsenenalter?
Naja, unser kleiner Träumi hat recht viel erlebt, recht viel Chaos. Folgen von dieser Bindungsart ist natürlich, dass unser Chitta jetzt im Erwachsenenalter entweder selbst auch diese Art von Bindung nachahmt und in Beziehungen genauso ja, missbräuchlich wird, also zu anderen, aber ist auch recht typisch, dass diese ehemalige Kinder dann missbräuchlich und gewalttätig zu sich selbst werden. Eine dritte Form, wie sie sich typischerweise verhalten, ist, dass sie einen Partner oder Partnerin suchen, die dann eben das kleine traumatisierte Träumi, das kleine Kind weiter missbraucht, weil ja, dieses Verhalten ist ja doch vertraut. Also, ich gehe ja genau in so eine Bindung ein. Zusammenfassend können wir es so formulieren: Komplexe posttraumatische Belastungsstörung basiert primär auf Erfahrungen mit unsicheren Beziehungsformen, also unsichere Bindungen zu ehemaligen Bezugspersonen. Und diese drei Arten von Bindungserfahrung sind primär die Auslöser von Verhaltensmustern, die wir, naja, in unser Erwachsenenleben mit weiternehmen und die lösen als Auswirkung verschiedene Konsequenzen aus. Entscheidend ist bei allen drei Bindungsmustern, dass die Bedürfnisse letzten Endes von dem Kind durch die Bezugspersonen entweder gar nicht oder nur zum Teil, aber nicht ausreichend oder total unzuverlässig, also immer in Abwechslung, mal ja, mal nein, erfüllt werden. Die Auswirkungen im Erwachsenenalter können noch ganz klar Depression sein, dass die Betroffenen sich sozial auch wenig akzeptiert fühlen und sie fühlen sich weniger sicher gebunden. Also sogar in sicheren Beziehungen kommt hoch, dass sie Angst haben, dass sie Misstrauen haben und sie fühlen sich nie richtig sicher. Das bewirkt, dass sie in Beziehungen, dass sie versuchen, Beziehungen sehr, sehr schnell herzustellen. Und sie tun letzten Endes alles, dass sie Sicherheit bekommen. Und nur scheinbar, aber sie stellen dann diese Nähe auch sehr schnell her. Das heißt, dass sie zum Beispiel, naja, sehr schnell in ein feste Beziehungen reinspringen, dass sie auch zum Beispiel Intimität sehr schnell zulassen, zugleich aber sehr schnell, dass sie in ein Abhängigkeitsgefühl geraten können. Also ist ganz typisch das Anklammern, aber auch, naja, jegliches Risiko vermeiden und sogar in schlechten Situationen auch sehr lange drin bleibt. Man lässt mit sich sehr viel machen. Und trotz Leiden, weil das ist eigentlich ein Leid, aber man beendet diese Beziehung nicht. Genau das Gegenteil im Verhalten ist es, wenn man Beziehungsbrüche initiiert. Also ist noch gar kein Grund dafür da. Man beendet sozusagen der Beziehung oder diese Art Bindung künstlich und früher, als das überhaupt notwendig gewesen wäre, weil man davor fürchtet, dass man verlassen wird oder dass diese Bindung dann irgendwann ja, wieder zu Ende geht und es mit Schmerzen einhergeht. Beide Verhaltensweisen deuten eigentlich eine ganz tiefe Bindungsunsicherheit hin. Das rührt natürlich in den Erfahrungen in der Kindheit. Was uns dabei meist begleitet, das sind natürlich Schamgefühle, zum Teil auch Schuldgefühle, aber auch ja, Selbstentwertung, also wo wir uns selbst nochmal herabsetzen und uns unfähig für Beziehungen oder für ja, längere Zeit an einem Arbeitsplatz zu bleiben. Ich wünsche dir eine ganz gute Zeit. Wenn du Fragen auch zu diesem Video oder zu dem Kongress, dann melde dich.
Und du kannst mich jederzeit auch anschreiben. Und ich wünsche dir bis sehr bald eine schöne Zeit. Tschüss, Gabriela.